Hallo, hallo, da bin ich wieder. Wir machen jetzt weiter mit den Verben rund um Schreiben. Einfach ohne große Vorworte. Es geht weiter mit Beschreiben. Beschreiben ist describe, a piece of it. Bitte beschreiben Sie Ihren Bruder. Wenn das jemand zu mir sagt, dann kann ich sagen, mein Bruder ist groß, dunkelhaarig, freundlich, humorvoll und so weiter. Das ist Beschreiben. Ich nenne seine Eigenschaften, ich erzähle, wie ist er. Dann gibt es Umschreiben. Umschreiben ist so ähnlich wie Neuschreiben. Zum Beispiel, so einen Lebenslauf kannst du nicht abschicken. Schreib ihn um. Lebenslauf ist Resume, CV. Und zum Beispiel, wenn mir, also das ist eine wahre Geschichte übrigens, jemand hat mich einmal gebeten, seinen Lebenslauf zu korrigieren. Ich habe schon vergessen, wer es war. Es war irgendeine Bekannte von mir. Und sie hat gesagt, es ist schon alles übersetzt. Sie wollte es aus dem Russischen ins Deutsche übersetzen. Und du musst nur ein paar Kleinigkeiten verbessern. Und dann schaue ich den Text an und lese und lese und verstehe, es ist kein Deutsch, es ist Google Translate Deutsch. Und es war sehr lustig. Und ich musste dann der Bekannten sagen, du, tut mir leid, aber Google Translate übersetzt nicht gut. Also, umschreiben bedeutet ganz viel ändern. Zum Beispiel, wenn ihr einen Text schreibt für eine Prüfung. Und jemand korrigiert es und sagt, ja, okay, passt. Nur hier und hier und hier musst du ein bisschen etwas ändern. Das ist eine Sache. Aber umschreiben bedeutet komplett neu schreiben. Also vielleicht 80% neu schreiben. Das ist umschreiben. Verschreiben ist was ganz anderes. Verschreiben ist das, was der Arzt macht. Er gibt euch ein Rezept für ein Medikament. Der Arzt hat ihr neue Tabletten verschrieben. Das bedeutet, er hat ein Rezept aufgeschrieben für die Apotheke und sie geht mit diesem Rezept in die Apotheke und holt das Medikament. Das bedeutet verschreiben. So, represent, prescribe. Unterschreiben kennt ihr alle. Du hast vergessen, den Vertrag zu unterschreiben. Das ist mir tatsächlich einmal passiert. Ich musste irgendeinen Vertrag unterschreiben. Ich weiß nicht mehr mit wem. Aber ich hatte ihn abgeschickt und der Vertrag kam zurück mit einem Post-it und da stand drauf, bitte jetzt mit Unterschrift. Das war lustig. So, dann gibt es noch Überschreiben. Das ist so ein Wort, das müsst ihr nicht unbedingt können. Also, wenn ihr es nicht lernt, stirbt niemand. Das Haus ist auf den Enkel von Frau Müller überschrieben. Etwas auf jemanden überschreiben bedeutet, die offiziellen Papiere für etwas an eine Person weitergeben. Zum Beispiel, jedes Haus hat seinen offiziellen Besitzer oder Eigentümer. Und wenn zum Beispiel meine Mutter sagt, okay, ich brauche das Haus nicht, ich überschreibe es auf jemanden, auf meinen Sohn oder so, dann bedeutet das, sie geht zum Notar, lässt ein Papier aufsetzen, da steht drin, dass der neue Besitzer, was weiß ich, mein Bruder ist zum Beispiel. Das ist überschreiben. So, dann gibt es noch jemandem etwas zuschreiben. Das ist ein bisschen kompliziert. Man schreibt dieses Gedicht Goethe zu. Goethe kennt ihr hoffentlich, das ist der größte deutsche Dichter. Und man schreibt ihm, also das bedeutet, wir wissen nicht. Vielleicht ist dieses Gedicht von Goethe. Es ist so wie People say. Es gibt die Meinung, dass dieses Gedicht von Goethe ist. Vielleicht ist es nicht von Goethe. Vielleicht ist es von Schiller. Vielleicht ist es von der Frau von Goethe oder so. Das wissen wir nicht, aber man schreibt es ihm zu. Also man weiß es nicht, aber man vermutet. So, weiterschreiben. Das kann man eigentlich ganz leicht verstehen, denke ich. Weiterschreiben hat mit Weiter und Schreiben zu tun. Surprise. Keine Sorge, du hast noch 10 Minuten, schreib weiter. Entschuldigung, hier ist es ein Hast. Das war zu schnell geschrieben. Schreib weiter,
bedeutet go ahead, go on, продолжай писать. Also zum Beispiel, ihr sitzt in einer Prüfung und seid gestresst, weil ihr denkt, oh Gott, ich habe keine Zeit mehr. Und dann sagt dir jemand, nein, nein, du hast noch 10 Minuten Zeit, schreib weiter. Das bedeutet, du hast bis jetzt geschrieben und jetzt kannst du noch etwas schreiben. Das ist weiterschreiben. Ich glaube, jetzt kommt noch ein separates Video, sonst wird dieses zu lang. Wir sehen uns gleich.